Da haben wir sie, Junge. Da haben wir fucking Elif. Holy shit. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe mich so unfassbar drauf gefreut, Junge. Ich sag's, wie es ist. Holy shit, habe ich mich drauf gefreut, das endlich zu sehen. Ich sag's, wie es ist, Mann. Ich habe gesehen, vor ein paar Wochen, Story von Elif. Sie war in Aachen. Aachen, sie wird ready gemacht. Ich dachte, Aachen. Ich kenne da doch Leute, ja? Aachen, was ist denn in Aachen immer? Und dann habe ich so geguckt, okay, was macht sie so sonst so? Hat was gepostet vom Dreh mit Greenscreen und so. Und dann habe ich ein Tattoo gesehen, ein Ärmchen. Da war ein Ärmchen mit einem Star Wars Tattoo. Und ich dachte, den Arm kenne ich doch. Das war der Arm von Thomas. Thomas aus dem Team von Ju. Werdet ihr kennen. Der, man munkelt ein bisschen aus wie Mark Forster hier und da, ja? Dann habe ich Elif geschrieben, Bro, du bist einfach bei Ju, ich hab's schon gedacht. Oh mein Gott, was macht ihr so? Sie wollte nicht viel verraten, hat sie auch nicht. Sie meinte nur, es war ultra cool, ultra korrekt, meinte sie, es war ultra cool. Seht euch diese Szene an, ey. Das ist schon wieder ein Poster. Und seitdem ich es wusste, habe ich mich so drauf gefreut. Ich bin so gespannt zu sehen, was draus geworden ist. Und holy shit, es sieht noch besser aus, als ich es mir hätte vorstellen können.